Verdammt! Das Tor ist von der anderen Seite versperrt! Eine Falle! Was ist mit dem Seitengang? Die Synchro ist ein bisschen wenig. Einen Versuch ist es wert. Auf geht's! Aber größtenteils ganz annehmbar. Wenn man die Waffe einsteckt, dann läuft es... Dann läuft man zum Glück schneller. Sie sind hinter uns! Wartet hier, Herr! Ihr bleibt hier beim Kaiser. Schützt ihn mit eurem Leben. Für den Kaiser! Zur Hölle! Also die eine Wache ist irgendwie sehr... Ja. Ich kann nicht weitersprechen. Ihr müsst dem Prinz der Zerstörung und seinen sterblichen Dienern allein entgegentreten. Du hast ein gutes Das Amulett der Könige darf ihm nicht in die Hände fallen. Nehmt das Amulett, bringt es zu Joffrey. Er allein weiß, wo mein letzter Sohn zu finden ist. Findet ihn und schließt den Schlund Oblivions. Oblivions heißt es. Oblivion. Kann mich nicht bewegen, hey. Was ist denn so gescripteten Events? Alter, steh mir nicht jedes Mal im Weg. Nein. Jedes Mal, wenn ich so schön aushole. Wir haben versagt. Ich habe versagt. Die Klingen haben geschworen, den Kaiser zu schützen. Und jetzt sind er und all seine Erben tot. Das Amulett! Wo ist das Amulett der Könige? Bei der Leiche des Kaisers war es nicht. Ich hab es stibitzt. Merkwürdig. Er hat etwas in euch gesehen. Hat euch vertraut. Es heißt, es ist das Drachenblut, das in den Adern der Septime fließt. Sie sehen mehr als gewöhnliche Sterbliche. Das Amulett der Könige ist ein heiliges Zeichen des Kaiserreichs. Die meisten denken an die Krone des Roten Drachen, aber das ist nichts als Geschmeide. Das Amulett hat Macht. Es heißt, nur ein wahrer Thronerbe des reinen Bluts kann es tragen. Er muss es euch aus einem ganz bestimmten Grund gegeben haben. Sagte er warum? Joffrey? Das hat er gesagt? Warum? Keine Ahnung. Ach so, ja genau. Das nie gehört, aber Joffrey müsste das wissen. Er ist der Großmeister meines Ordens. Auch wenn ihr das nicht unbedingt denken würdet, wenn ihr ihn seht. Er lebt friedlich als Mönch in der Venon-Priorei, in der Nähe von Koroll. Wie komme ich da? Als erstes müsst ihr hier herauskommen. Diese Tür muss zu den Abwasserkanälen führen, am versperrten Tor vorbei. Dort gehen wir hin. Das ist ein Geheimweg aus der Kaiserstadt heraus. Oder war zumindest einmal geheim. Hier, ihr braucht diesen Schlüssel für die letzte Tür zu den Abwasserkanälen. Die Abwasserkanäle? Dort gibt es Ratten und Doppelins. Aber nach dem zu urteilen, was ich von euch gesehen habe, seid ihr ein erfahrener Mönch. Habe ich recht? Mönch? Ach genau, jetzt kann man die Klasse wählen. Hab mich schon gewundert, was für ein Mönch? So, mal gucken. Ach, Bogenschütze. Das ging ja schnell. Was haben wir da? Schütze, Schwertkampf, genau, gut. Schleichen brauche ich auch. Und leichte Rüstung. Ja, hört sich doch gut an. Alles, was ich brauche. Ja, und bei den Klassen gibt es natürlich auch wieder wahnsinnig viel Auswahl. Also... Und wem die ganze Auswahl hier immer noch nicht reicht und die Werte sind hier schon immer eigentlich relativ optimal zusammengewürfelt und wem das nicht reicht, der kann eine Selbst-Devkill machen. Also derjenige kann auch selbst eine eigene Klasse erstellen. Oh Gott, die Übersetzung, ich glaube, ich muss mir dringend den Mod laden. Und dann hier natürlich die Überkategorie List, Magie, Kampf. Kampf. Okay. Und dann die Hauptattribute auswählen und so weiter. Ja. Und je nachdem, was für Überkategorien man nimmt, gehen auch auf andere Sachen, auf andere Attribute werden Bonuspunkte verteilt. List wäre optimal. Akrobatik, Schütze, na gut, aber ich nehme Bogenschütze. Bogenschütze da. Aber Bogenschütze in der Spezialisierung Kampf. Das macht irgendwie nicht viel Sinn. Nein, Moment. Moment, machen wir uns das selbst. Machen wir es uns selbst. Hier, List. Wir machen das sinnvoller als die Vorgabe. So, und dann habe ich mal meine eigene Klasse zusammengestellt.
So, alles Brauchbare ist dabei. Diebeskünste, Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Blocken, Illusion, leichte Rüstung, Schleichen, Schwertkampf, Schütze, Sicherheit. Und jedes Mal, wenn man einen Punkt in einer der Hauptfähigkeiten kriegt, also durch Benutzung der Fähigkeiten, dann steigt auch die Anzahl der Punkte zum benötigten Levelaufstieg. Und ich glaube, das war alle 10 Punkte. Alle 10 Punkte kriegt man ein neues Level-Up dann. Ja, meine Klasse heißt natürlich Stoned. Get it? Gut. Ja, seid ihr euch sicher, dass ihr Stoned sein wollt? Ja! Ich war ganz in der Nähe. Wie dem auch sei, Ratten und Goblins werden euch jedenfalls keine Schwierigkeiten machen. Ihr müsst Joffrey das Amulett überbringen. Macht euch sofort auf den Weg zur Vaynon-Priorei. Aber seid vorsichtig, alles klar? Alles klar. Nein, bitte erklärt mir noch etwas mehr. Also wer wirklich immer noch nicht weiß, wie es jetzt funktioniert... Gut, der Kaiser tat gut daran, euch zu vertrauen. Ich bleibe. Ja, so bewache ich den Kaiser und stelle sicher, dass euch niemand folgt. Macht euch lieber auf den Weg. Möge euch Talos leiten. Übrigens vielen Dank für die Bergung von Captain Renaults Schwert. Ich werde dafür sorgen, dass es einen Ehrenplatz in den Hallen der Klingen bekommt. Nein, das ist meins. Nein. Ich brauche eine Waffe. Hey, you. Hey, you. Lasst den Kaiser in Frieden. Was? Ich möchte nur eure Majestät plündern. Na gut. Habe ich noch irgendeinen... Nein, habe ich... Oh, doch, ein Stahlkurzschwert. Gut, besser als nichts. So, dann schauen wir mal. Wo geht's jetzt lang? Ich glaube, hier bin ich richtig. Oder? Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Dann gehen wir mal los. Und somit sind wir im Abwasserkanal. Das ist doch mal eine schöne Sicht. Ja, ein schöner Anblick. Und üben wir mal, ob wir noch ein paar Stealth-Schüsse hinkriegen. Ach, und so kann ich auch gleich meinen Stealth-Skill verbessern. Stealthy, Stealthy, Stealthy. Juhu, bam! Ha, seht ihr? Und jetzt habe ich einen Schleichangriff mit dreifachem Schaden gemacht. Da auch die Hauptfertigkeiten, die ich beim Klasseerstellen ausgewählt habe. Nein, ich dachte, er läuft noch weiter nach hinten. Die Hauptfähigkeiten, die ich beim Klasseerstellen ausgewählt habe, mit denen habe ich gleich bei 25 angefangen. Geil. Die Pfeile treffen die mit so einer Wucht, das ist richtig schön anzusehen. Auch wenn das hier natürlich kein optimaler Platz für den Bogen ist, da die Gänge so eng sind und naja, nicht optimal. Das Rattenfleisch nehme ich nicht mit. Diesmal nicht. Wie viel kann ich eigentlich mittlerweile tragen? Ach, immer noch 140. Na gut. Aber hier haben wir eine Kiste. Oh, Dietriche und Pfeile. Und Mehl. Ja, na gut. Wir wollen jetzt kein Brot backen. Wir wollen weiterkommen. Ah, eine Ratte. Nehmen wir das. Oh, das sieht nach Mobs aus. Oh ja. Ich sehe die. Ich kann die eigentlich auf den Schwanz schießen. Na, Mist. Bam. Wo ist mein Pfeil? Da steckt da noch einer drin. Mist. Ich glaube, der ist gebrochen. Dann schleichen wir noch ein bisschen. Kommt hier irgendwas? Hm. Ach, sieht nicht danach aus. Gut. Und da ist auch schon der Ausgang. Dann wollen wir mal raus. Ha, geschafft. Das war das Intro, das Tutorial. Ja, und dann können wir nochmal beim
bei diesem Gitter, kurz vor dem Verlassen dieses Intros, können wir nochmal die Rasse ändern, je nachdem, wie wir Lust drauf haben. Aber ich glaube, ich lasse das erstmal. Ja, ich bin mir nochmal sicher. Gut. Und wir sind draußen. Ach ja, die Welt von Oblivion. Ich hoffe mal, dass ich nicht zu sehr laggen werde hier. Die Grafikeinstellungen sind fast auf Maximum. Ich glaube, ich kann nur das Gras nicht besonders weit sehen. Deswegen sieht die Landschaft auch ein bisschen langweilig aus. Naja, ich habe da schon ein paar Framerate-Probleme. Aber ich hoffe, das wird funktionieren. Ja, es gibt natürlich hier auch ein Schnellreisesystem. Wenn ich auf die Weltkarte gehe, dann kann ich jetzt zu allen Orten, wo ich schon mal gewesen bin, kann ich schnell reisen. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo draufklicken würde, dann könnte ich direkt dahin reisen. Die Stunden vergehen dann im wahrsten Sinne des Wortes wie im Flug. Die ziehen an einem vorbei, es wird kurz angezeigt, wie die Stunden vergehen. Und ja. Und dann kommt man an dem Ort an. Und jetzt ist eben die große Frage, was machen wir? Es gibt so viele Sachen zu tun in der Welt von Oblivion. Wir könnten der Hauptstory folgen, wir könnten ein paar Arena-Kämpfe machen. Wir könnten einfach uns einfach mal in den nächsten Dungeon stürzen. Oh, Pilze. Noch Pilze? Ja, in den nächstmöglichen Dungeon könnten wir uns stürzen und es gibt einfach unzählige Möglichkeiten und ich muss wirklich auch etwas mit den Grafikeinstellungen machen. Ich glaube, ich muss nicht die Bäume ganz hinten sehen. Nicht zwanghaft. Aber okay. Ach, der Himmel. Und die entspannende Musik. Manchmal könnte ich echt einfach nur 10 Minuten dastehen und mir die Musik anhören. Und die Landschaft genießen. Auch wenn ich sie jetzt aufgrund, dass ich aufnehme, leider nicht ganz auf Maximum stellen kann und ich sie nicht voll und ganz genießen kann. Aber es sieht echt schön aus. Vor allem, dass das Spiel auch schon wieder 4 Jahre alt ist. Ja. Da hinten ist auch, glaube ich, schon der erste Dungeon. Und ja, eigentlich würde ich jetzt sagen, gebt mir eure Vorschläge ab. Sagt mir, was ich tun soll. Und das werde ich dann machen als nächstes. Dungeon, Arena-Quests oder... Ja, vielleicht könnten wir eigentlich auch der Dunklen Bruderschaft beitreten. Das ist eine der Gilden hier. Die sind eigentlich ganz interessant. Das könnten wir sogar machen. Aber erstmal töten wir noch die Krabbe. Ey. Nein, ein Schuss hat nicht gereicht. Ja gut. Mal schauen, was wir so treiben. Aber ich denke, ich beende das Video erstmal an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.